Also, ich habe noch einen gewissen Restbestand, den ich im Keller gefunden habe. Und das habe ich jetzt auch probiert, aber das Ergebnis ist jetzt nicht so toll wie die junge Weine. Also der Wein ist, wenn man es probiert, der schmeckt einfach nicht mehr so gut. Und, der erste Grund ist jetzt schon etwas mehr als 10 Jahre alt. Das heißt, da ist einfach der Zeitraum schon überschritten, wo ein einfacher Wein gut ist. Und zum Zweiten kann ich mich nur entsinnen, dass es in dem Herbst schwierig war mit der Lese. Bis alles passt hat, unser Helferteam beieinander und der Abgabetermin beim Küfer, da war der Zeitpunkt für die Traube schon überschritten. Das heißt, das Lesegut war schon immer so toll, wo wir abgegeben haben. Oh, das ist aber schade. Wir haben das ganze Jahr geschafft, wie die Wetter. Und dann Verkettung unglücklicher Umstände hat dazu geführt, dass das Lesegut nicht so toll war. Ja. Okay. Und du hast ihn hier schon im Glas. Da ist er im Glas. Und ja. Vom Farbton her sieht man eigentlich schon, dass das schon ein bisschen ein älterer Wein dann ist, wenn er so einen dunklen Ton annimmt. Ja, leicht ins Bräunliche kippt. Ja. Ja. Und wenn man ihn probiert, Versuchsperson haben wir, dann... Einer muss halt herhalten. Genau, der ist halt nicht mehr so, ist nicht so toll wie jetzt, der, wenn man... Was hast du denn zuerst in der Nase gehabt? Du hast jetzt uns das verheimlicht und gleich mal in den Mund. Die Überreife merkt man dann schon irgendwo. Das ist halt dann auch. Der Christoph hat vorher gesagt, ein bisschen mäuselig schmeckt er halt. Also so, schmeckt so, er auch schon so oder schmeckt er bloß so? Sowohl als auch. Das Bouquet ist auch nicht mehr so. Fruchtig ist er nicht mehr, in dem Alter sowieso nicht. Ja. Und vom Geschmack her. Das merkt man natürlich auch, der ist schon ganz anders, der ist schon trockener, der bitzelt auch auf der Zunge. Machen wir Schorle draus. Das ist schon ein Schorleswein, ja. Ah, okay, gut. Das wollte ich gerade sagen. Wegleeren, tun wir nicht. Vielleicht gibt er auch noch Soße. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Dann vielen Dank für dein Fehltonseminar. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.